Es ist soweit. Das Tor öffnet sich quietschend. Ihr habt in eurem Leben viel gesehen und erblickt nun den Ort eurer letzten Ruhe. Im Traum tretet ihr näher. Die Blumen sind wunderschön. Ihr seid gestorben. Ja, bitte keine Sorge. Wir sind zwar tot, allerdings können wir ja weiterspielen. Es gab in der letzten Aufnahme ein kleines Problem. Und zwar ist erst die Gilde abgestürzt, dann hatte, wie ich in der Nachbearbeitung dann gesehen hatte, das Mikrofon nicht aufgezeichnet. Und ja, auf jeden Fall, Astrid ist gestorben und hat uns neben ein paar Häusern auch Schulden vermacht. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt erlebt habe, dass man sich Schulden vermachen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Kontostand von minus 16.000. Und wie ich ja angekündigt hatte, plane ich mit Tinnef weiterzuspielen. Der hat zum Glück schon ein bisschen Geld. Es ist nicht die Welt, aber es ist, naja. Ja, ich schlüpfe in Tinnefs Haut. So. Jetzt sind wir Tinnef. Wir haben unter anderem das Bankhaus geerbt, mit dem wir nur leider nicht viel machen können. Weil nämlich, das ist ein bisschen ärgerlich, wir haben noch nicht den entsprechenden Meistergrad und können dementsprechend leider nicht auf das Geld in dem Haus zugreifen. Deswegen sieht es im Moment nicht gut aus. Aber wir haben noch ein bisschen was im Lager. Und auch einen, na, vernünftigen Preis würde ich jetzt nicht unbedingt sagen wollen, aber zumindest so, dass wir schuldenfrei werden. Hoffentlich. Okay. Ihr seid der Meister. So. Und das Erste, was ich jetzt machen muss, ist meinen Beruf wechseln. Denn ich bin ja Hehler eigentlich, aber ich muss mit dem Finanzier weitermachen, damit ich das Bankhaus sinnvoll betreiben kann. Andernfalls ist es damit nämlich Essig. Erstmal gucken. Ja, 435 ist nicht optimal gelaufen, aber könnte noch schlimmer sein. Oh, wow. Ja. So ein bisschen was muss ich aber mitnehmen, weil zumindest bei der Gerste ist es so, die geht uns langsam aus. Wie ihr wünscht. Ja, das wünsche ich. So. Weingeist wird... Achso. Der Tag ist ja noch nicht rum. Dann bin ich jetzt mal auf die Abrechnung gespannt. So. Ein bisschen was haben wir ja noch. Auch im Lager. So. Ja, und die Erbschaftssteuer, die reißt uns jetzt natürlich wieder ein bisschen mit runter. Wegen Überschuldung wird euch ein Teil eures Besitzes gepfändet. Jemand... Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es in unserem Lager bestellt ist. Naja gut, das hätte schlimmer ausgehen können. Aber wir stehen auch wieder ganz gut da. Weingeist brauchen wir erstmal nicht mehr. Aber was wir als Erstes mal wieder brauchen, ist eine Frau. Wir werben um einen Ehepartner. Um wen werben wir denn? Patrizierin. Na, die ist zu arm. Herzogin. Die wirbt aber schon. Die wäre reich. Die ist auch verhältnismäßig alt im Gegensatz zu uns. Aber die wirbt schon um jemanden. Die ist ledig, wirbt um niemanden, aber die lebt nicht mehr lange. Das Problem wird hier sein, wir haben eine Werbedauer von 7 Jahren. So lange wird die gute Frau es nicht mehr machen. Hm. 25, 35, ledig und wirbt um niemanden. Na gut, dann nehmen wir Elena.
Mavelius, ich bin schrecklich verliebt. Der kaiserliche Herold verkündet, in unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Edelmann. Ja, so muss das sein. So. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Eben, weil ich nicht genau weiß, was in der letzten Aufnahme, die ja dann leider nicht geklappt hatte, was ich da gesagt habe und was nicht. Auf jeden Fall war eines meiner Ziele, dass ich mich jetzt tatsächlich auch auf Ämter bewerbe. So langsam. Von der Beliebtheit her sieht das ja schon mal ganz gut aus. Und was man natürlich gerade auf der untersten Ebene braucht, sind Hilfsmittel. Allem voran... Okay, einen Kamm gibt's schon mal. Gibt sogar mehrere. Und dann nehmen wir auch direkt mal 3 Stück mit. Und Silberringe, nur davon sind leider im Moment keine da. Sehr schade. Lässt sich aber leider nicht ändern. Aber da wir uns im Moment auch noch nicht auf ein Amt bewerben können, weil keins frei ist auf unterster Ebene, können erst... Oh, das ist aber teuer. Oha. Naja, müssen wir durch. Das Haus haben wir eben verkauft und uns gehört jetzt dieses schöne Bürgerhaus. Ne, das will ich jetzt aber nicht renovieren lassen. So. Habe ich hier die Produktion umgestellt? Ja, genau. So, dann haben wir noch einen Karren auf dem Marktplatz. Da bin ich sehr glücklich drum. Dann können wir direkt mal Rohstoffe holen. Und die in unsere Kellerstube bringen. Immer noch kein Ring. Ich könnte natürlich jetzt auch mal gucken. Was haben wir denn hier an Schmieden? Schmieden. Eine Schmiede. Eine Schmiede. Ja, die produzieren aber gerade keine. Das ist aber auch nicht schön. Menno. Na gut. Dann üben wir uns ein bisschen in Geduld. Wo bleibt mein Karren? Da ist er. Ja, Lager ist wieder ganz gut gefüllt. Und ich will mal einen Blick darauf werfen, wie es denn im Bankhaus aussieht. Wir haben 2 Leute, denen wir einen Kredit gegeben haben, für die wir Zinsen bekommen. Unser mittlerer Wert liegt bei 21.000. Und ich kann jetzt auch Geld hier rausnehmen. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Ja, das machen wir auch mal. Aber nicht so viel. Also ein bisschen was soll ja drinnen bleiben. Das Problem ist bei dem Bankhaus auch schon immer gewesen, diese Anzeige hier für die Kredite, die war leider schon immer ein bisschen buggy. So, was haben wir denn da jetzt noch drinne? 1500? Nein, wir geben mal 10.000 frei. Dann haben wir, obwohl, nee, wir geben mal 15.000, 14.500 frei. Dann haben wir 13.000 auf der Hand. Das ist in Ordnung. Da kann man wunderbar mit leben. Dann könnte ich theoretisch auch eigentlich mal mein Wirtshaus auf... Oh. Dann lieber später. Das ist mir noch zu teuer. Nur so ein bisschen. Ich muss ja nicht direkt wieder alles Geld ausgeben. Ich befürchte auch, ich werde keine Diebesgilde bauen können, kein Schmugglerloch, weil kein Bauplatz zur Verfügung steht. Schade, schade. Aber in Ordnung. Wir kümmern uns mal um die Werte. Allem voran natürlich erstmal Handwerkskunst, beschleunigt auch Produktion im Betrieb. So. Aber was ich dann machen kann, meine Frau hatte mir hier dieses schöne Bürgerhaus vererbt. Das erste, was ich mal machen lassen kann, ist anbauen, nämlich das Portal.
Oder wir können es auch direkt mal ganz ausbauen für Einbruchschutz. Und Kamin ist, glaube ich, Ansehen, ne? Ne, Verbesserung der Gesundheit, genau. Und dann wird das Haus auch direkt mal renoviert. Ja, einmal Haus renovieren. Da bist du schon wieder unter 10.000. Naja. Und es gibt immer noch keine Silberringe. Aber wir werben ja schon. Genau. 50% erhöhte Kreditwürdigkeit. Sehr schön. Und wir können mal gucken, wo ich gerade gelesen habe, jemanden erpressen. Dafür braucht man ja Beweise. Ach, die Spione sind schon unterwegs. Na gut. Dann können wir jetzt aber mal den Karren verkaufen und kaufen uns mal einen schönen Pferdekarren. Und den schicken wir auch gleich mal zum Markt. Okay. So, wir haben 9 Dünnbiere, das reicht erstmal, zumindest für den Hausbetrieb. Und ich lasse dann mal Starkbiere produzieren. Die bringen mehr Geld, dauern ein bisschen länger, aber bringen vor allem mehr Geld. Was brauchen die eigentlich? 2 Gerste. Also sollte ich auf jeden Fall Gerste kaufen. Ich hätte eigentlich den... Ich hätte den Karren eben auch behalten können, ich Depp. Naja gut. Jetzt ist er weg. Jetzt ist es zu spät. So. Gerste. Erweitern. Im Bankhaus bekommen wir auch nochmal 2 extra APs, und zwar, wenn ich mich nicht irre, einmal für das Wandgemälde, genau, und was war das andere? Was war das andere? Ich glaube die Weinflasche? Nein. Auch nicht. Was ist das? 40% schnellere Währungsbeschaffung. Gut, mit Währungen arbeite ich gar nicht. Der Eisenschrank, genau, dafür bekommen wir auch nochmal einen Bonus-AP. Und dann hier in unserem Bürgerhaus, wenn das dann mal irgendwann fertig ist, bekommen wir dann auch nochmal einen zusätzlichen AP für das Portal und das, was man dann, wenn man das Portal gebaut hat, weiterbauen kann. Ich weiß gerade nicht, was es ist, aber das wird sich ja bald zeigen. So. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude... Erweiterung, Erweiterung, Erweiterung. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude. Und ein Haus, das in Brand gesetzt wird. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Herzlichen Glückwunsch. Oscar. Ihr habt euch im Talent Handwerkskurs Oscar. Des Buchs das Maß und die Kunst noch mehr perfektioniert. So, dann nehmen wir nochmal Gerste mit. Und immer noch verbesserungswürdig. Morgen haben wir ja noch. Hat sich bei seiner Arbeit verletzt. So. Ach, ist das schön, wenn man auf der Seite ist, die Kredite gibt und nicht selber welche hat. Denn Zinsen zu kriegen ist immer schön. Und wir könnten aber... Nein. Ach, wir haben sogar Fremdwährungen. Hier. Okay. Ich muss gestehen, mit den Fremdwährungen habe ich nie so wirklich gearbeitet, was einfach daran liegt, dass ich nie genau wusste, wie das wirklich funktionieren soll oder überhaupt. Und keine Ahnung. Wollt ihr euren Geldboten mit 2600 Gulden nach Dresden zum Tauschen in Gulden schicken? Nein. Eigentlich möchte ich dafür Dukaten haben. Wenn es keine Umstände macht. So. Nee.
Eben das wollte ich ja nicht, verdammt. Okay. Ach, jetzt habe ich selber gewinnen. Das ist ja auch sinnlos. Ich möchte eigentlich das, was in meinem Geldhaus ist, in Dukaten umtauschen. Die 2622 Taler in Dukaten. Tja. Wie gesagt, ich bin nie dahinter gekommen, wie das funktioniert. Wir probieren das jetzt mal mit 200 Gulden in... Ja, aber ist ja auch doof. Dann bekomme ich Taler aus Hannover. Wollt ihr euren Geldboot mit 200 Gulden nach Hannover zum Tauschen schicken? Nein. Strange. So. So. 6 Starkbiere. Sehr schön. Die sperre ich aber mal. Dass niemand die kaufen kann. Und da ist der Tag schon wieder rum. Unfassbar. Ah, genau. Ich gucke nochmal, ob es jetzt vielleicht mal einen Silberring gibt. Und das Rathaus wurde aufgewertet. Es gibt immer noch keine Silberringe. Es ist doch zum junge Hunde melken. So sieht jetzt das Rathaus aus. So. Da, das Rathaus. Ich will immer Dresden sagen, aber es ist ja aus Augsburg. So, was haben wir da? Ein Bürgerhaus wurde in Brand gesetzt. Man hat's gehört. Und dann machen wir direkt nochmal Handwerkskunst. Wir haben jetzt auch 2 neue Räume in dem Haus, das wir geerbt haben. Nämlich einmal die Bibliothek. Ich zeige die beiden Räume mal. In der Bibliothek können wir unser Talent Rhetorik verbessern, auch gegen Aktionspunkte. Und man kann ein Pamphlet verfassen, was gegen uns ja schon ein paar Mal gemacht wurde. Und wir können einen Drohbrief verfassen, wenn wir dann Beweise haben. Und den Salon. Im Salon können wir Feste geben und unser Talent Kampf verbessern. Da, Kampf. Und ein Fest geben, aber das ist noch nicht nötig, jemanden anschwärzen. Ja. Jetzt ist der Tag auch gleich schon wieder um. So, dann schauen wir mal. Ja, Zinseinnahmen 6700, ist doch schön. Kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, das sind auch die 6700, die wir noch haben. So, und da sehen wir es auch. Das Bankhaus, billiger Zins plus 2 Aktionspunkte. Mit dem einen... Oh, ich habe vergessen, weiter aufzubauen. Hm, okay. Aber wir haben jetzt erstmal 9 Aktionspunkte. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerk. Und bevor ich das vergesse, Personaltrakt. Weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Aktionspunkt pro Jahr. Und ich kann mich bewerben als Stadtdiener. Gibt's denn schon einen Silberring? Nein. Ich könnte aber mal einen Gehstock noch holen oder 2. Dann bekomme ich nämlich auch für 3 Runden jeweils einen Aktionspunkt dazu. Und davon kann man gerade hier so am Anfang nicht genug haben. Wenn man noch nichts kann und noch nichts weiß. 2 Jahre noch, dann können wir endlich weitermachen. Dann bringe ich jetzt auch erstmal, ich könnte jetzt nochmal auf den Hehler wechseln, aber ich mache jetzt erstmal den Finanzier zu Ende. Und wechsel dann auf den Hehler. Ich habe ja sowieso noch keinen Betrieb dafür. Ich kann ja auch keinen bauen. Es gibt ja keine Bauplätze. Und die Dinger von der KI abzukaufen, funktioniert meistens auch nicht ohne das nötige Kleingeld. Und mit dem nötigen Kleingeld meine ich so etwa das 10-fache des Gebäudewertes.
Dann schaue ich doch auch mal, was unsere Spione machen. Nix. So. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Freifrau. Und ich kann meiner geliebten Elena... Was? Da bin ich jetzt aber kein Fan von. Das Problem ist, wenn ich ihr einen heißen Stein zum Wärmen schenke, ist die nicht glücklich. Wenn ich ihr was anderes schenke, bin ich nicht glücklich, weil dann bin ich wieder arm. Nö, dann bekommt die einfach mal nix. Dieses Jahr. Und ich glaube, ich mache heute, oder ich mache diesmal auch eine etwas kürzere Episode. Und würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter.